bei der Fülle an Themen müssen wir wieder einiges in einem Kurznachrichtenblock zusammenfassen. Dieses Mal geht es um unsere neue Integrationsbeauftragte, um die Panoramatafeln auf der Johanneskirche, um die Grablege von Editha und wie immer um Sandras Erlebnisse in den USA. Beginnen wollen wir mit einem Stück Berliner Mauer, das seinen Weg an die Elbe gefunden hat. Wie alle anderen Landeshauptstädte bekam auch Magdeburg von der Bild-Zeitung ein originales Stück Berliner Mauer geschenkt. Und was nicht mehr da ist, das wird vergessen oder verdrängt. Und mit der physischen Existenz der Mauer und der innerdeutschen Grenze ist auch ein Stück weit die Realität der jahrzehntelangen Teilung aus dem Bewusstsein der Deutschen verschwunden. Anlässlich des 20. Jahrestages der Deutschen Einheit wurde es am Breiten Weg unweit des Domes aufgestellt. Übergeben wurde es vom stellvertretenden Chefredakteur Jörg Quos an Magdeburgs OB Lutz Trümper. Das 2,7 Tonnen schwere Mauerstück soll an die Zeit der Teilung erinnern. Viel Erfolg, alles Gute zur ersten Sprechstunde und es mögen noch viele weitere erfolgreiche Folgen. Magdeburgs Sozialbeigeordneter Hans-Werner Brüning führte kürzlich die neu gewählte ehrenamtliche Integrationsbeauftragte der Landeshauptstadt in ihr Amt ein. Die gebürtige Ukrainerin Svetlana Oster übernahm den Staffelstab von Magdeburgs bisherigem Ausländerbeauftragten Abdul Kulibali. Svetlana Oster wird in ihrem Büro im Alten Rathaus künftig regelmäßig Sprechstunden anbieten, und zwar jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Ein besonderes Anliegen will es Svetlana Oster sein, den ausländischen Mitbürgern den Eingliederungsprozess zu erleichtern. Da sie es selbst als Zuwanderin erlebt hat, welche Probleme und Schwierigkeiten es mit sich bringt, in ein fremdes Land auszuwandern und sich in einen anderen Kulturkreis zu integrieren. Denn auch ihr erster Studienabschluss als Sängerin wurde der seit 11 Jahren in Deutschland und seit 6 Jahren in Magdeburg lebenden hübschen Blondine nicht anerkannt. So begann sie mit knapp 40 in Deutschland ein neues Studium und schloss es erfolgreich ab. Seitdem arbeitet sie als Gymnasiallehrerin. Die Liebe zur Musik hat sie aber nicht verlassen. Vergangene Woche wurden von Birgit Marxmeier und Hauptsponsor Bernd Busse von Bussebau 8 Panoramatafeln auf dem Südturm der Johanneskirche enthüllt. Die vom Magdeburger Diplomdesigner Ernst Albrecht Fiedler gestalteten Tafeln weisen in allen Himmelsrichtungen auf Magdeburger Sehenswürdigkeiten und markante Punkte der Umgebung hin. An der Finanzierung waren in der Hauptsache die Unternehmen Magdeburgs beteiligt. Ich möchte besonders erwähnen die Bussebau GmbH mit dem Geschäftsführer Herrn Bernd Busse, der uns anlässlich seines 20. Firmenjubiläums sehr geholfen hat. Alle seine Gäste haben für dieses Projekt ihre Spenden eingeworfen in den Spendentopf, symbolischen Spendentopf natürlich. Unter großer Anteilnahme der Magdeburger und zahlreicher Ehrengäste und begleitet von einem riesengroßen Presseaufgebot wurde Editha, Magdeburgs Königin der Herzen, am vergangenen Freitag wieder feierlich beigelegt. Nach den Festvorträgen und Ansprachen unter anderem vom britischen Gesandten Andrew James Noble wurde der neu geschaffene versilberte Titansarg mit Edithas Gebein in den Chorumgang gefahren und in den steinernen Sarkophag eingelassen. Anschließend defilierten hunderte Magdeburger am offenen Sarkophag an Editha vorbei,
nahmen dabei Wartezeiten bis 75 Minuten in Kauf. Die dafür vorgesehene Zeit musste von 17 Uhr bis nach 18 Uhr verlängert werden. Von 18.30 Uhr bis gegen 22 Uhr wurde dann auch wieder der 800 Kilogramm schwere Deckel auf den Sarkophag gehoben. Am folgenden Tag war alles fast so wie immer. Nur ein paar Blumen hatten einige Verehrer Editas zu ihren Füßen niedergelegt, auf dass sie wie zuletzt mindestens 500 Jahre dort in Frieden ruhen möge. Sandra hat es ins Ensemble fürs Musical geschafft. Deswegen hat sie jetzt meist jeden Tag nach der Schule 1 bis 2 Stunden Probe dafür. Und auch den ersten Mathe-Test hat Sandra besser überstanden als gedacht. Der Herbst ist jetzt auch dort angekommen und hat einen abrupten Wetterwechsel mit sich gebracht. Das Basketballtraining ist im Moment das, worauf sich Sandra jede Woche am meisten freut. Sie denkt, dass sie schon vieles gelernt hat und hofft, dass sie es auch ins Team schafft.